In einer Welt, in der wir fast an jedem Ort schon Internet haben, ist es natürlich ein faszinierender Gedanke, wenn so ein Opernhaus auch überall spielen kann. Das Herz der Unternehmer muss immer die Bühne sein. Und es müssen immer die 1000 Leute sein, die hier dafür arbeiten, diese spezifische Spannung, diese ganz besondere Aufregung, dieser ganz irre Moment stattfindet, wenn der Vorhang sich öffnet und der Dirigent den Stab hebt und alles hält den Atem an und dann ist Oper. Das Ziel des Projektes ist natürlich, dass die Wiener Staatsoper weltweit auf Fernsehschirmen zu Hause präsent ist und dass jeder für wenig Geld die Möglichkeit hat, hier eine Vorstellung zu besuchen. Die physischen Umsätze, CD, DVD, sind heute weniger als 50% von dem vor 10 Jahren. Aber die digitalen Umsätze sind stark gewachsen, sind mittlerweile schon weit über ein Drittel der Gesamtumsätze der globalen Musikindustrie. Heutzutage nicht digital präsent zu sein, bedeutet in meinen Augen Sicherheit den Abstieg. Deshalb ist es ganz wichtig, hier ganz vorne dabei zu sein. Wir haben ja deshalb auch die Herausforderung angenommen, alle diese Vorstellungen live zu übertragen. Und ich denke, mit Royal haben wir da einen guten Partner gefunden, der einem nicht ein Produkt verkauft und that's it, sondern der auch eine Verantwortung dafür zeigt. Nun ist für uns sehr wichtig, ein ganz entscheidender Aspekt, dass Kunst auch auf digitalen Plattformen etwas wert ist. Das heißt, wir verlangen für die Übertragungen aus der Staatsoper Geld. Das bedeutet aber, dass wir ein Produkt entwickelt haben, wo die Hoffnung, Geld dafür zu verlangen, nicht vollkommen verrückt ist. Wir haben Kunden, die extrem anspruchsvoll sind und gleichzeitig aber nicht sehr viele Kunden. In diesem Spagat, da haben wir gefunden, dass Euala für uns die besten Antworten gegeben hat. Wir haben das Gefühl gehabt, wir werden Partner haben, mit denen wir gut und eng und schnell zusammenarbeiten können. Und das hat sich auch bewahrheitet. Bis jetzt ist es sehr gut gelaufen, wenn man bedenkt, dass wir einen sehr kurzen Zeitrahmen hatten, unser Full-HD-Livestreaming-Projekt umzusetzen. Es war eine wesentliche Entscheidung zu sagen, wir kommen in der Saison 14/15 auf den Markt. Und je näher wir diesem Datum gekommen sind, desto klarer ist für uns geworden, dass Euala eine gute Entscheidung war.